Freunde, World War 3, wir müssen mal reden, auf jeden Fall. Das kann ja nicht sein, dass auf einmal bei Steam, wie viele sind das mittlerweile? Lasst mich mal ganz kurz nachschauen. 8282 äußerst negative Kommentare bzw. Rezensionen verfasst wurden. Und ich glaube, 38.000 sind ausgeglichen oder sowas. Was ist da los? Warum ist das Spiel gerade, nachdem es jetzt angefangen hat, in die Open-Beta-Phase zu gehen, wo es endlich mal losgeht, wo es auch mal Cosmetics gibt, wo es mal Free-to-Play sogar geworden ist? Viele Leute, die das auch gar nicht auf dem Schirm hatten, haben sich dann gedacht, ja gut, dann starte ich da mal rein. Oder von mir aus auch Leute, die das auf der Wishlist hatten, haben dann auf einmal gesehen, ah, jetzt machen sie es doch Free-to-Play, da kann man ja mal reinschauen. Und jetzt ist es gegen die Wand gefahren. Aber ist es wirklich gegen die Wand gefahren? Das ist jetzt halt die große Frage, denn früher war es jetzt so, beziehungsweise vor der Open Beta, da hatten sie ja den MyGames Launcher. Sowieso total Banane, finde ich. Wenn du schon ein Spiel auf Steam hast, warum kann man das nicht über Steam launchen? Warum brauche ich jetzt wieder einen extra Launcher dafür? Wenn ich das richtig verstanden habe, lag das daran, dass die einen Publisher hatten. Ich glaube, MyGames war auch tatsächlich der Publisher, über den das Ganze lief. So, jetzt haben die den nicht mehr. Jetzt haben die sich einen eigenen Launcher gebastelt. Wo ich mir dann so denke, warum macht ihr das nicht einfach über Steam? Das ist doch viel einfacher und dann muss man nicht jedes Mal irgendwie einen extra Launcher installieren und hochfahren und keine Ahnung was alles. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, worüber sich die Leute zum Teil aufregen. Zum anderen kann ich aber auch komplett nachvollziehen. Und andererseits liegt das wahrscheinlich auch an der Grundstabilität des Spiels, weil wir wissen, also zumindest ich wusste das, weil ich das immer auf Twitter gesehen habe, die haben gefühlt jeden Tag mit ihrem Spiel, bevor die Open Beta angefangen hat, irgendwelche Tests gemacht, dann waren die Server wieder down für ein paar Stunden, mussten hier wieder irgendwas fixen und danach bessern und so weiter. Sie haben ja im Endeffekt die Open Beta verschoben, weil sie wussten, dass wenn das Spiel dann Free-to-Play und Open Beta geht, dass die Leute denen die Bude einrennen. So. Und natürlich ist genau das passiert. Die Leute sind alle gekommen und wollten das Spiel natürlich testen. Ist ja auch klar, es ist Free-to-Play, es ist ein Shooter-Game, der ähnlich ist zu Battlefield-Franchise grundsätzlich, nur mit der Ausnahme, dass es halt ein bisschen mehr in Richtung Hardcore-Shooter geht und so. Und jetzt haben sie halt den Salat, ne? Also ich meine, sie sind halt irgendwo auch selber schuld, weil ich weiß nicht, ob sie selber schuld sind. Vielleicht haben die auch gar nicht die Mittel, irgendwie da noch großartig viel mehr nachzubessern. Und das ist halt einfach das Limit, was sie haben. Dann müssten sie aber hingehen und sagen, wir stellen dann, machen jetzt kein Lobby-System, sondern nehmen halt irgendwie Serveranzahl X und wenn die voll sind, sind sie halt voll. So, dann musst du halt in die Warteschlange rein, wenn du spielen willst und dann ist das halt einfach so. Mit dem Launcher geht es dann noch ein bisschen weiter und zwar hast du ja noch die Problematik, dass du dann so ein Download-Limit drin hast. Das heißt, du kannst nicht mit deiner vollen Bandbreite Vollgas geben und sagen, ich lade das Spiel jetzt in, weiß ich nicht, 5 Minuten runter, weil ich eine 500K-Leitung habe oder was, sondern du musst halt mit der Datenleitung und das Spiel runterladen, die dir der Launcher zur Verfügung stellt. Und das ist nicht gerade viel. Da schreibt dann zum Beispiel einer, der hat 5 Stunden für den Download gebraucht und dachte sich, geil, jetzt kann ich dann endlich zocken. Nix da, erstmal 10 Minuten Warteschlange. Kein Login ins Spiel und wieder Warteschlange und wieder und wieder und wieder. Endlich konnte man dann den eigenen Namen eingeben und dann gab es wieder eine Fehlermeldung und das Ganze von vorne. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn sowas bei Release eines Spiels passiert, dann ist Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was man sich für ein Release, für ein Spiel vorstellen kann. Zumindest aus Sicht der Entwickler. Weil die natürlich jetzt das Problem haben, dass das der erste Eindruck ist, den die ganzen Spieler jetzt bekommen haben, die das Spiel zum ersten Mal starten. Die Leute aber, die schon länger da sind, und das Problem ist ja auch, das kommt jetzt auch noch hinzu, das Spiel gibt es ja schon seit 2018. Das ist ja nicht erst seit gestern da. Die haben das Ganze ja nochmal über den Haufen geworfen nach ein, zwei Jahren und sich gesagt, okay, das war nicht so geil, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Spieler fanden es auch nicht so gut. Wir krempeln das jetzt nochmal um, kommen in ein paar Jahren nochmal wieder und versuchen das Ganze dann nochmal ordentlich zu releasen. So, jetzt haben die das gemacht, aber die Leute, die schon seit 2018 dabei sind, die haben halt auch irgendwann die Schnauze voll. Die wollen nach 4 Jahren nicht auf einmal wieder die gleichen Probleme haben und immer und immer und immer wieder irgendwie nicht ins Spiel kommen und Warteschlange und Server down und Crash und hin und her. Das ist halt absolut frustrierend und ich kann das auch verstehen und ich kann auch jeden verstehen, der nach 4 Jahren sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Also sorry, dass ich das jetzt so hart sage, aber das ist halt einfach so. Ja, also man kann da halt nichts dran ändern. So ist das Gemüt der Leute. Das ist halt deren Zeit. Und die Zeit, die sie als Freizeit deklarieren, die wollen sie ja nutzen, um irgendwie Spaß zu haben. Zumindest wenn sie dann dieses Spiel spielen wollen. Wenn du dann aber in deiner Freizeit, wenn du zum Beispiel einen 40-Stunden-Job hast, von der Arbeit kommst und denkst dir, geil, jetzt kann ich endlich World War 3 spielen und hängst da noch 5, 6 Stunden in der Warteschlange,
ja, gute Nacht. Da haben die Leute dann halt auch irgendwann keinen Bock mehr, ne? Und das ist dann so ein bisschen die Problematik. Und ist jetzt gerade auch schon wieder, ich nehme das hier gerade auf im Vorfeld, weil ich das Spiel nicht spielen kann. Ich würde gerne Gameplay aufnehmen, kann ich aber nicht, weil seit 16 Uhr, und wir haben gerade 16.28 Uhr, die Server schon wieder down sind für 2 Stunden, weil die da wieder am Rumprobieren sind. Und ich hatte dann noch diese Fehlermeldung vor 16 Uhr, irgendwas mit Fetching Data oder so, und das habe ich dann auch 3-mal gemacht, und das war auch 3-mal Error, und dann hatte ich halt auch keinen Bock mehr. Also ich würde gerne Videos und Content zu diesem Spiel bringen, aber ich darf und kann halt scheinbar gar nicht. Also es funktioniert halt einfach nicht, sonst hätte ich das auch schon längst gemacht. Was halt jetzt absolut schade ist und super frustrierend, wie gesagt, für die Entwickler, dass das Spiel an sich ja gar nicht das Problem ist. Es ist ja nicht das Problem, dass das Spiel scheiße ist, dass es sich scheiße spielt irgendwie, sondern das Problem ist, dass die Leute gar nicht reinkommen. Und deswegen ist halt die Frage, ist das Spiel wirklich schlecht? Und ich würde das mit Nein beantworten, es ist nicht schlecht. Man kann darüber streiten, wie gut es nach 4 Jahren geworden ist, nachdem sie jetzt immer alles umgekrempelt haben, wenn man darüber nachdenkt, dass sie seit 4 Jahren immer noch die gleichen Probleme scheinbar mit gewissen Dingen haben, wie zum Beispiel Waffensound und so weiter. Da ist ja auch nicht viel passiert, die haben da nochmal ein bisschen was improved und verbessert, aber so richtig wuchtig und wie eine geile Waffe, wenn du die abfeuerst, so hört sich das halt immer noch nicht an. Das hört sich halt immer noch so an, als würdest du mit irgendwelchen Softwarewaffen rumschießen, ne? Das ist halt das Ding. Und grafisch braucht man nicht meckern, ist okay, Grafik ist super, das läuft, und auch dieses mit links und rechts lehnen, der Realismus, diese Hardcore-Elemente, die da drin sind und so, das ist alles toll. Bei der Performance kann ich halt jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil es ist halt jetzt die Open Beta gestartet und ich konnte es bis da nicht ein einziges Mal spielen. Ich weiß nur, dass die Performance vorher schon annehmbar war, ja, sagen wir es so. Also es war jetzt nicht absolut grottig, es war aber jetzt auch nicht ein Highlight. Aber es sind halt so Dinge, da kann man ja dran arbeiten. Ich glaube, auch viele Leute haben sich tatsächlich gefreut, dass es dann auch endlich mal so einen Ingame-Shop gibt, wo du dann halt auch nicht nur mit Echtgeld, sondern mit eigens erworbenen Coins, wie so Battlefield-Coins, kannst du dann Cosmetics kaufen für deine Waffen-Skins und dann halt auch hier Blueprints kannst du holen. Was das ist, ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Ich weiß, es gibt die in Call of Duty. Manche sagen, die sind auch irgendwie teilweise Pay-to-Win, weil du da irgendwie so ein Aufsatz-Set für deine Waffe freischaltest, wenn ich das richtig verstehe. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie diese Blueprints oder diese Blaupausen tatsächlich funktionieren. Wäre ich euch sehr dankbar für. Und ja, das Problem ist aber, glaube ich, auch, dass es das ist, worauf die halt von Anfang an so Wert gelegt haben, als das Spiel dann rausgekommen ist, dass sie dann direkt promoted haben und gesagt haben, hier übrigens unser geiler Shop, in dem ihr Echtgeld reincashen könnt. Ihr könnt natürlich auch eure Coins verdienen und dann ausgeben, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie schwer das ist und wie krass der Grind ist, um sich das dann halt mit den erworbenen Coins zu holen. Und wie viel einfacher es ist und wie günstig das oder teuer das ist, wenn du dann einfach mal ein bisschen Echtgeld reincashst, um dir den ganzen Kram dann damit zu kaufen. Dann gibt es natürlich auch noch Leute, die sich tatsächlich darüber aufregen, dass sie dann sagen, ich kann jetzt einen deutschen Soldaten spielen mit amerikanischer Uniform von zum Beispiel Navy Seals oder was, mit einer chinesischen Stimme. Ja, also ja, man kann sich darüber jetzt aufregen, man kann jetzt auch sagen, warum nicht authentisch und ich darf nur Russen spielen, wenn es dann auf der Russenkarte ist, gegen dann von mir aus Amerikaner oder sowas. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Ausschlaggebende, wo ich sagen würde, das macht das Spiel jetzt absolut schlecht. Ich meine, es gibt halt auch Rezensionen, die sich gar nicht mal schlecht lesen, ne? Da schreiben Leute teilweise ein sehr geiles Game, was sehr stark an gute alte Battlefield-Zeiten erinnert. Der nächste schreibt tolles Gunplay, schöne Grafik und einen wirklich spaßigen Hauptmodus. Aber das ist halt dann das Problem. Wenn die Leute das Spiel nicht spielen können, dann können die das halt auch nicht positiv bewerten. Und deswegen kackt das gerade so ab. Aber meine Botschaft jetzt an die Leute da draußen wäre, vielleicht wartet man jetzt noch mal ein paar Wochen, wenn nicht sogar 1-2 Monate. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange die dafür brauchen und ob die überhaupt da irgendwie eine Lösung für dieses Problem finden werden. Und versuchen dann dieses Spiel nochmal zu spielen und dem Ganzen dann nochmal eine Chance zu geben. Weil grundsätzlich muss ich wirklich sagen, ist es gar nicht schlecht. Ist es wirklich nicht schlecht. Und es hat auch sehr viel Potenzial, wieder ein noch besseres Spiel zu werden, als es gerade ist. Man kann halt natürlich jetzt nur nicht abschätzen, wie lange der ganze Scheiß wieder braucht, bis es dann ordentlich läuft. Weil die Beta, die Open Beta, sollte ursprünglich März 2022 anlaufen. Freunde, wir haben mittlerweile Oktober. Das sind schon ein paar Monate Unterschied. Und wenn sie jetzt immer noch diese Probleme haben, obwohl sie dann diese extra Monate genutzt haben, um da irgendwie noch besser
sich positionieren zu können zu Release und es ist trotzdem so gegen die Wand gefahren, dann frage ich mich, wie lange brauchen die denn jetzt, um das Ganze zu fixen? Also grundsätzlich werde ich das Ganze auf jeden Fall weiter beobachten und dann kann man sich das Spiel nochmal in Ruhe anschauen, dann kann man auch mal ein Review dazu verfassen und zwar eins aufs Game bezogen und nicht auf den Launcher und alles. Aber ja, das ist halt aktuell der Zustand des Spiels. Freunde, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, dieses geht relativ zeitnah online und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr das Video seht. Bis dahin und ciao, ciao.